Hallo und herzlich willkommen hier zur 41. Let's Play Kerbal Space Program Folge. Und ja, wir haben heute mal was Besonderes vor. Ein Zuschauerwunsch ist schon ein bisschen her, aber wie fahren die denn hier rum? Herrlich, die driften hier durch die Gegend. Ebenso hier. Und ja, da war die Frage, ob ich denn die Virgin Galactic nachbauen kann. Ja, ich kann sie de facto nachbauen, aber ich habe es nicht geschafft, die irgendwie flugfähig zu machen. Beziehungsweise ich habe jetzt nicht allzu viel Mühe da reingesteckt an sich. So wie es hier aussieht, könnte es funktionieren, so vom Prinzip her, aber es ist so. Vielleicht muss ich einfach nur ein paar mehr Struts reinbauen, das könnte sein. Ich habe natürlich jetzt auch weiterhin hier mein, oder was heißt, ich habe hier mein KW Rocketry Mod drin. Den kann man jetzt hier bestaunen in dem Spiel. Oh, ich könnte vielleicht die Zweifachsymmetrie machen. Ja, es geht. Es geht! Gut. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht drauf vorbereitet mit... Moment jetzt. Dass das Ding hier wirklich starten könnte. Ich habe jetzt noch nicht getestet. So. Vielleicht können wir auch mit diesen Rocketry-Modulen was anfangen. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Nee, hier an diese Jet Engines haben wir gar nicht gebaut. Eigentlich nur diese Teile hier. Nee, die sind schlecht. Solche hier. Gut, aber wir können es ja jetzt mal probieren. Bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Habe ich irgendwie Hotkeys gesetzt? Das ist schon Weichen her, als ich das gebaut habe. Nee, habe ich nicht gesetzt. Die Sache ist die, bei der Virgin Galactic, dass das ja so ist, dass wir ein Flieger haben. Das ist sozusagen ein Flieger hier und in der Mitte tragen sie eben diese Virgin Galactic. In dem Sinne, die fliegt dann hier rum. Und wenn wir das jetzt starten hier, ist es dann immer so hier vorne zusammengefallen. Und diese Heavy Struts scheint zu funktionieren. Wir probieren es nochmal. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Aber es sah schon mal nicht schlecht aus, denn wo ich's, also ich kann mich noch daran erinnern, letztes Mal, als ich das Teil gestartet habe, da sind die beiden Nasen aneinander geklatscht, weil eben hier die Engine waren. Die Engines. Vielleicht sollte ich die doch hier hinsetzen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Und da machen wir, und dann haben wir das hier jetzt als Projekt so ein bisschen. Die Virgin Galactic. So, da kann ich ja die Engine hier hinsetzen. Das ist immer so ein toughes Ding, wenn man jetzt hier Engines dran setzen will. Die Sache ist die, wenn wir hier diesen Flieger absetzen und in diesen Flieger switchen, wir wollen ja damit weiter fliegen, dann despawnt irgendwann der Flieger hier, aber ist jetzt nicht das Problem. Ja, doch, das ist eigentlich wichtig genug. Das ist jetzt nicht haargenau die Virgin Galactic. Ich kann ja hier nochmal oben ein Bild einblenden, wie sie aussieht. Das jetzt, denke ich mal, auftaucht. Aber Hauptsache so das Prinzip an sich. Also, was ihr gerade gesehen habt, das war die Original, im Prinzip die Originale. Was heißt die Originale? Aber so ungefähr sah dann die richtige Virgin Galactic aus oder sieht sie aus. Und das ist jetzt die neue Form, beziehungsweise etwas umgebaute Form, die dann auch funktioniert oder funktionieren soll. So. Das geht nicht. Ich wollte jetzt eigentlich... Zurück damit. Ich wollte es jetzt eigentlich so zumindest probieren, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir im Flug noch dieses Modell weiterfliegen können. Also jetzt ist es ja so, wir haben es jetzt hier an dem Mittelteil festgemacht. Sobald das Teil ab ist, fehlen die Struts hier. Die würden gnadenlos aneinander klatschen. Ich weiß nicht, ob der das überleben würde. Der muss ja auch nach unten fallen irgendwie. Muss nach unten fallen. Aber wird schon irgendwie klappen.
Jetzt habe ich nämlich hier noch die Struts hingesetzt. Ich mache die vorne auch nochmal hin. Heavy Struts, die gibt es auch nur im KW Rocketry Mod. Nein, das ging auch nicht. Oh, immer verwechsel ich das so. So. Und jetzt hier dran. Ja, das ging. Das hat funktioniert. Gut, speichern. Und dann starten wir mal das Ding. Ich weiß auch noch überhaupt nicht, ob das Ding wirklich sich in die Lüfte begeben kann. Es gibt bestimmt noch fähigere Leute, die Flieger bauen können. Ich habe es ja schon öfter gesagt, dass ich Probleme habe, Flieger zu bauen. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Also irgendwie, bei mir geht das nicht. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Außerdem... Nein. Ja, da ist doch tatsächlich mein KSP abgestürzt. Oh, das Teil sieht so cool aus. Würde das Teil fliegen, dann würde es gehen. Ey, guck mal hier, wie das funktioniert hier mit Lift und sowas. Da müssen wir bestimmt noch ein bisschen was machen hier. Gibt es eigentlich was von KW Rocketry? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht müssten wir das Teil mal hier hinsetzen. Vielleicht würde das hier so funktionieren. Vielleicht hilft das ja auch. Vielleicht auch nicht. Ich frage mich ja, was... Na gut, der Masseschwerpunkt, der müsste ja dementsprechend auch hier noch bleiben. Die verbrauchen ja genauso viel. Das heißt, der bleibt hier in der Mitte. Selbst wenn das Teil ab ist. Wollen wir mal testen. Ja, wollen wir clearen. Nee, da ist dann irgendwie ein Fehler. Ich habe den Error-Log jetzt nicht gelesen. Da ist das aber wirklich abgeschmiert. Vielleicht liegt es auch wirklich an dem Mod. Also, das kann natürlich auch sein, dass irgendwas an dem Mod liegt. Aber wir müssen sowieso jetzt noch ändern. Wir müssen hier noch Leute reinsetzen. In die beiden Teile. Und erst dann kann es funktionieren. Aber er fliegt. Es fliegt. Nice. Nice. Dann fliegen wir ein Stückchen nach oben. Und gucken uns das mal an. Das war jetzt so nicht geplant. Doch, fliegt er echt relativ stabil. Na gut, wir haben hier die Struts in der Mitte. Die eigentlich nicht... Naja, sieht nicht so beeindruckend aus. Aber es funktioniert. Bin ich jetzt echt überrascht hier. Und gerade jetzt habe ich keine Spieler hier drin. Ah gut, das despawnt sowieso. Also hier noch ein Stückchen nach oben. Okay, gut, dann geht das wohl nicht hier. Dann werden die wohl von denen hier genährt, hä? Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Da muss ich das nochmal ändern hier. Das ist echt nicht gut. Denn wir brauchen hier unser Liquid Fuel. Das ist nämlich wichtig für uns. Gut, dann werde ich mal hier die Fuel Lines nehmen. Nicht normal, doppelt. Was geht denn hier rein? Gut, ebenso. Von hier auf da. So, ist jetzt nicht notwendig. Und dann natürlich wollen wir hier alles füllen. So, das sind Luford, Netgas und Wilton. Die werden natürlich jetzt fliegen. Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir es diesmal nach oben schaffen. Es kann sein, dass das Ding gnadenlos kaputt geht. Das ist immer so... So eine Chance, dass alles kaputt gehen kann. Schade, dass man das irgendwie wirklich locken kann, dass der hier fest auf der Bahn steht. Nein. Wow!
Es geht, es geht. Es geht. Oh Gott. Gut, das hinten, das brauchen wir ja eh nicht. Nicht mein Tank ist verloren gegangen. Im Prinzip sind bloß diese Nasen, die da verloren gegangen sind. Es funktioniert auch, also. Sieht gut aus. Nimm doch von denen hier vorne. Oh. Ach so. Ja, dann nimm von denen da vorne, das funktioniert. Fliegt auch stabil rein mit den Gefährten. Und der Nachteil jetzt an dieser an der Virgin Galactic Version ist es, dass er hier nicht landen kann. Ja, er kann nicht landen, also er hat keine Gear, also keine Triebwerke, genau. Nicht Triebwerk, sondern ich vergesse den Namen. Räder, Reifen, das sind nicht Räder, Reifen, sondern es ist Triebwerk. Triebwerk, also gefahren. Nee, ist nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich sehe schon wieder in den Kommentaren, wie er mich dann berichtigt. Aber so, das Ding kann nicht landen. Ich könnte vielleicht solche Räderchen noch mit hier dran bauen. Das würde funktionieren. Schätze ich mal. Und wäre auch eine gute Shuttle-Alternative, sowas. Zumindest das Prinzip hier. Ich finde diese Art von Raketen oder sozusagen Space Shuttles aber persönlich ein bisschen langweilig. Weil das dauert ja schon wirklich ein bisschen, die nach oben zu bringen. Und im Endeffekt, es geht schon, aber es dauert für mich persönlich ein bisschen zu lange. Ich mag es gern mit viel Kraft sich in den Himmel zu bohren und dann. Und dann mit so viel Kraft wie möglich hoch. Wir runtergehen hier. Ja, das wird ist zu steil hier alles. Naja, das ist das Problem. Der lässt sich nicht so leicht steuern. Die Sache ist die werden kläglich sterben hier. Aber ich tue den mal hier abdocken hier. Und dann werde ich den jetzt hier nutzen. Und der fliegt ganz gut. Also ich habe den schon mal getestet, der fliegt ganz gut. An Geschwindigkeit nimmt er auch auf. Das Ding ist jetzt hier drüber uns. Und wird natürlich, naja, kaputt gehen. Zwangsläufig. Die Sache ist nur die, hier ist nicht so viel Treibstoff drin, aber das Prinzip ist erfüllt. Machen wir das Teil. Das ist schon weg. Hoch. Die spawnt. Nee, es gibt nichts. Ist einfach nicht mehr da. Schade, schade, schade. Aber das Prinzip funktioniert. Ich möchte euch aber leiden. Das heißt leider, ich möchte euch nicht mein. Oder soll ich es euch doch geben? An sich, es sieht einfach nur kacke aus, aber es funktioniert an sich, das Prinzip. Es geht! Aber halt nicht so, wie man es möchte. Diese Virgin Galactic, das Modell hier, würde ich sagen. Also, das finde ich am coolsten von allen. Es hat zwar nicht so viel Treibstoff, aber hat natürlich die RCS überall und könnte auch Shuttle-tauglich sein, also dass wir damit in den Raum gehen. Wir haben auch hier so ein Clampotron hier dran, ein Docking-Modul. Das heißt, wir könnten es an eine Space Station dran docken. Ja, jetzt haben wir aber nichts mehr. Jetzt müsste das Ding natürlich gleiten. Das Ding wird natürlich nicht so weit nach oben kommen. Gut, wir haben es viel zu früh jetzt hier abgedockt von dem Mutterschiff. Aber an sich so finde ich das Teil cool. Wir haben ja hier überall die RCS-Düsen. Wir können 360 Grad kontrollieren. Es würde gehen. Ich glaube, ich hatte hier auch noch welche gehabt. Müsste ich noch welche hinbauen. Aber RCS ist dran. Ein SAS-Modul ist dran. Treibstoff. Ein ordentlicher Aerospike-Antrieb ist da. Und ich finde, das finde ich am coolsten, dass wir das hier haben hier. Das finde ich am coolsten. Dass hier so ein bisschen drin ist.
Whee. Naja, er wird wieder zurückgleiten zur Erde. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video, zu einem neuen KSP-Let's Play. Bis dahin, euer Honey007. Ciao, ciao. Oh, nein, kein Strom. Was ist das für ein Mist? Ah, das habe ich noch vergessen. Verdammt. Naja, Luftrod, leb wohl. Kannst du jetzt nur noch hier ins Meer bohren? Das sieht aber cool aus. Sieht beeindruckend aus. Bis dahin. Tschüssi.